Oh, hi! Linda! Ne? Not bad! So, servus liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zurück bei eurem 7 by Pineview Drive, Tag 25. Mit schnellen Schritten geht's dem Ende entgegen. Das letzte Stündchen von diesem Spiel wird schlagen und meins vermutlich auch. Wobei, wenn ich unser Leben angucke, uns geht's eigentlich recht gut, ne? Aber es wird schlimmer, es wird wesentlich schlimmer als zum Anfang. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das Spiel so entwickelt, dass mich das so fertig macht und dass ich vor allem so viel Spaß dran habe. Spaß? Okay, ich habe immer... Es ist wieder diese Pineview Drive-Krankheit hier, dass ich irgendwie nicht mehr reden kann, wenn ich in das Spiel starte. Ich wollte hier eigentlich gar nicht rein. Wir gehen, glaube ich, mal wieder den Weg, den wir immer gehen. Und ich schätze mal, ab hier bin ich auch so ein bisschen verloren. Wenn uns das Spiel dann keinen Hinweis gibt, sollte ich nicht wieder zufällig irgendwie in den Raum reinrennen, was mir ja durchaus auch des Öfteren mal passiert ist. Also, ja, vernehmen wir hier nicht den Mut. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bald wird die Wahrheit hier ans Licht kommen. Übrigens, was mir aufgefallen ist, als ich letztens hier an einem Video ein bisschen rumgeschnippelt habe, ist dieses Geräusch. Okay, da war gerade keiner. Dieses Geräusch hier, was seit Tag 1 kommt. Dieses komische Knarzen hier von solchen Kollegen, ne? Ich klappere mal, während ich erzähle hier Raum für Raum ab, ob irgendwas passiert. Ist wahrscheinlich noch zu früh, aber ist egal. Was würde ich sagen? Dieses Geräusch. Was sich immer so anhört, als würden sich die Figuren bewegen. Das ist eigentlich, hört sich das auch an wie so ein Seilgeräusch, oder? Wie wenn man an so einem Tau zieht irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht... Alter. Ich weiß nicht warum, aber... Oh! Wir haben Schlüssel, ja? Haben wir den tatsächlich vergessen, Alter? Ah, Alter, die Vogelscheuche, sie ist wieder los. Wenn ich mich nicht irre, spielt das eventuell noch eine Rolle. Darauf könnte ich ja fast schon wetten. Dieses Seilgeräusch. Ich weiß nicht, ob sich Linda vielleicht erhangen hat, weil sie auch so gruselig war. Wer könnte ja das voll übeln? Ja, ich nicht, also. Aber, ja, vielleicht hat es damit noch was auf sich. Irgendwann wird sich das so ein bisschen entpuppen und... Ja... Dämonentelefon. Ich gehe mal hoch. Ich glaube, da war noch eine Tür, die war noch nicht offen. Oder oben hat das jetzt immer geklappt. Oh! Nee. Ich dachte... Ich habe mich schon mal vorher erschrocken. Nee, ich dachte, das wäre das Ankleidezimmer. Da will ich eigentlich nie wieder in meinem ganzen Leben rein. Aber, nee, hier haben wir eigentlich schon alle aufgemacht, oder? Das ist das Bad. Hier hinten. Ach, was? Ernsthaft? Okay. Okay, wir haben die Nacht geschafft. Hier sind nochmal Batterien, sehr gut, die brauchen wir immer wieder. Okay, da liegt ein Zettel. Was haben wir hier auf den Fotos? Ah, Moment, der hat beim letzten Mal gesagt, der hat irgendwas, ein Foto in Erinnerung, wo irgendwas ganz Böses drauf war. Das ist doch... Okay. Ein Teil des Fotos. Ich muss die übrigen Teile finden. What the fuck? Okay. Wir müssen... Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Oh nein, die übrigen Tage bestehen aus Fotosuchen, oder was? Ach, krass. Okay, das ist ja jetzt ein Twist. Wo soll ich das... Wo soll ich das bitte finden? Ich habe irgendwie keinen Plan, wo ich anfangen soll. Ich habe irgendwie keinen Schlüssel auch. Das heißt, wir können nirgendwo anders noch rein. Hier irgendwas mit der Box. Seit Tag 1 beschäftigt mich das. Es gibt so viele Sachen hier, so viele Orte, die mich irgendwie kirre machen. Da können wir bestimmt noch rein, damit passiert noch was. Aber so viel Zeit hat das Spiel nicht mehr. Ich glaube, das wird alles in Tag oder beziehungsweise Nacht 30 ausgeschüttet. Könnte ich wetten. So, Freunde. Du bist doch da, Alter. Da kann ich dich gleich mal zur Party einladen. Mip. Juhu. Ach, was ist denn hier eigentlich mit meinem... Oh, du bist doch da! Warte mal. What? Ich hab Leben verloren! Was war denn das? Was war das? Alter, das ist ja auch nicht normal, ne? Das ist wieder das Foto mit dem Baby. Das ist... Okay, ich habe ja noch... Das ist mega gruselig, ey.
Da ist bestimmt Linda drauf. Da ist auf jeden Fall eine Frau drauf. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist sie natürlich weg, ne? Alles klar. Oh, fuck. Alter, okay. Bei Tag bin ich noch mutig, ne? Aber sobald es sich gegen Abend zuwendet, verliere ich jeglichen Mut. Auf jeden Fall. Okay, wenn die nächste Nacht wieder so gut klappt, dann würde ich ja sagen, ist jetzt so die Frage, ne? Gib mir das Spiel. Oh, hier tauchen noch Batterien auf nach und nach. Das finde ich ja nice. Das finde ich ja richtig nice. Aber haben wir hier vielleicht irgendwas? Vielleicht muss uns die Vogelscheuche auch an einem bestimmten Punkt scannen. Aber raschelt die hier bloß rum, oder? Moment mal. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich habe Leben verloren, Alter. Das ist nicht zu knapp. Ich sollte mir sowas sparen, Alter. Okay. Ja, was machen wir nun? Wir müssen die Fotos finden. Ich habe aber keinen Schlüssel. Ich weiß, ich glaube, das war so ein random Scare. Okay, da Clown ist unterwegs. Okay. Wir gehen mal systematisch, Freunde. Wir gehen mal von hier hinten an alles ab. Oh ne, hier war dieser andere Teil. Okay, wir gucken mal hier, ob hier irgendwo das Foto liegt. Hier irgendwo ein Teil. Und ich frage mich ein wenig, ob mit diesen Steinfiguren noch irgendwas ist oder ob die einfach nur Psycho-Abfuck hier rumstehen und mich ängstigen sollen. Oh Gott, nein. Okay, da gehe ich noch nicht hoch. Ah, hier war dieses Bilderraum. Moment mal, Claudio war das. Du hast gesagt, dass die Augen sich bewegen. Tatsächlich? Nee, irgendwie guckt mich das Ding nicht an. Irgendwie schielt das. Okay, nee, das funktioniert nicht wie der Clown. Aber irgendwas haben die Dinger an sich. Okay, oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Okay, wir gehen mal hier rein. Nee? Kein Zettel? Wirklich nicht? Hier stand auch mal ein Telefon. Das ist immer so verwirrend, dass ich die... Alter! Die Uhr rastet schon wieder völlig aus. Was ist da los? Okay, hier ist nix. Ja, kann ich hier jeden Raum jetzt absuchen, oder was? Das ist doch auch nicht euer Ernst. Okay, nee, hier nicht. Alter! Da war ein Schatten! Was hatten die in der Hand gehabt? Ein Einkaufsbeutel, oder was? Was sah das zumindest aus? Michael Kors Tasche oder so. Wir wissen ja Bescheid. Ich meine, wir können uns das ja hier... Oh, hier! Yes! Das ist Linda, oder? Und sie hat da irgendeine Puppe in der Hand. Der zweite Teil des Fotos. Das muss es sein. Ich brauche die anderen Teile. Okay, krass. Ja. So viel weiß ich schon. Du lässt dich auch nicht stören, ne? Immer mit der Ruhe. Ist ja auch nicht furchtbar, was hier passiert, ne? Absolut nicht. Wir sind erst 8 Minuten im Spiel, Freunde. Ich würde sagen, Tag 27, wir machen den noch. Wir suchen mal noch das andere Foto. Eieiei, das kann dauern. Okay, aber, ja, wir versuchen unser Glück. Das mit den Scares oder mit diesen Sachen, das wird ja auch immer extremer, ne? Dass dieses Vieh da am Gang entlang schleicht oder irgendwelche Schatten oder ich frag mich, ob sonst noch was passiert. Wir hatten ja schon lange nicht mehr so ein Gerissel. Ja, toll. Das ist immer noch eklig. Nach wie vor. Wir hatten ja schon lange nicht mehr so einen grässlichen Jumpscare, aber ehrlich gesagt bin ich auch fast schon froh drüber. Okay, war das Hexenzimmer? Was ist eigentlich mit dem... Was war das? Was ist eigentlich mit den fliegenden Dingern hier? Oh Gott, nein. Warum ist diese Kerze anders? Ich versuche mittlerweile irgendwie alles zu deuten. Aber ich glaube, das soll einen nur so zermürben. Das sind genauso wie diese ganzen Geräusche, die eigentlich nichts sind. Das ist nicht das, was mich erschreckt. Das ist nur das, was einen so fertig macht. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe irgendwie, wenn ich das Spiel spiele, habe ich jedes Mal Sprachschwierigkeiten. Ich weiß nicht warum. Ich kriege manchmal dann die Wörter oder Witze oder keine Ahnung was. Irgendwas, was ich halt auf der Zunge habe. Nicht raus. Das funktioniert nicht mehr. Ich verhasple mich total. Ach, guck mal hier. Ah, I see, da steht noch die Milch, Junge, vom letzten Brunch. Der Clown ist nicht gekommen.
Der saß draußen vor der Tür und hat vor sich hingeschrien. Das ist so seine Art, ne? Das muss man nicht hinterfragen. Okay, Raum für Raum, Raum für Raum. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Das, weil das, dass wir das gerade so gut hingekriegt haben, war echt Zufall. Oh nein, das geht dazu. Haben wir hier vielleicht was? Ich hoffe, die sind einigermaßen gut sichtbar platziert. Hier könnte man doch auch noch einen schönen Scare einpacken. Den Clown oder so. Ich zweifle übrigens mittlerweile dran, dass der Strom jemals wieder funktionieren wird. Ich zweifle ja dran. So, hier haben wir nichts. Ja, ich verschwende hier vor allem übelst meine Batterien. Was? Was? So viel haben. Naja, gut, ich habe noch ein paar. Es geht eigentlich. Eigentlich geht das alles noch klar. Okay, da haben wir noch Streichhölzer. Ich muss nochmal nachladen. Ich muss ja hier was sehen. Ich habe keinen Bock, wenn ich hier in irgendwelchen Räumen unterwegs bin und ich übersehe das Ding. Und, finde es dann irgendwie nach Stunden erfolgloser Suche irgendwo mitten auf dem Boden, wo ich schon mal war oder so. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Das ist so voll IKEA-mäßig hier irgendwie eingerichtet. Das passt überhaupt nicht, Alter. Das passt nicht. Und wer hat die Blume da hingestellt? Die ist da völlig deplatziert. Genauso wie die hier. Da würde ich nachts voll drüber stolpern. Mit meiner Fresse in der Erde landen. Und dann würde ich ja durch die Gänge wandeln. Mit meinem Dreckface. Und alle würden sich vor mir erschrecken. Okay, nee, hier waren wir schon. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier den Gang erfolgreich abgeklappert. Ja, haben wir das? Gott, nee, hier nicht, okay. Mitternacht oder was? Okay, hier geht's weiter. Schachzimmer? Ja. Ich hätte mal wieder Bock auf eine Partie. Wer will? Oh, ey. Die Schatten und das alles. Dass das alles immer so rumzittern muss. Oh Gott, nein. Ich verliere die Übersicht. Ich weiß nicht, wo ich überall schon drinne war. Das gibt's da gar nicht. Wahrscheinlich muss ich vielleicht auch erstmal in diesen alten... Was gibt's heute zum Essen, Schatz? Chili, wie immer. Schätzchen. So. Okay, hier sind nur noch Streichhölzer, bla bla bla. Auch noch Streichhölzer. Boah, holla, die Waldfee. Ich kann dich aber schlemmen, du. Dass ich mich hier noch nicht fleißig bedient habe. Oh, hier die. Geil. Eine Plaste Ananas. Lecker. Lecker. Das ist so ein Rascheln von Türen. Das hört sich mal an wie Feuer oder sowas hier ausbricht. Oder ist das der Plot? Das Mahlzimmer. Hier, die hat doch auch was in der Hand. Ist das so eine Puppe oder... Ich weiß es nicht. Oh, ey. Heftig, die Katze, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Was ist denn hier los? Ja, hier? Ist es das? Kommt. Wirft alles auf mich, was er zu bieten hat. Na los, ich bin bereit. Was? Ey, Alter, das ist doch richtig furchtbar. Das gehört auch zu meinen Hassgeräuschen. Anscheinend kommt niemand zu sagen, was die Geräusche angeht. Das würde mich ja mal interessieren. So, Freunde, ich habe jetzt tatsächlich über den ganzen Batterievorrat aufgebaut. So, oh nee, nein, danke. Aber ich lasse das nicht mal. Eigentlich habe absolut keinen Bock. Ja, genau, der Psychoraum. Aber ich muss spielen hier. So, ich würde jetzt langsam wieder ans Wort kommen. Jo, oder? Halt auf jeden Fall einen Wald nach. So, okay, ich weiß nicht, ob ich hoch schon. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich weiß überhaupt nicht mehr, was das eigentlich alles soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Zum Glück spawnen hier Batterien überall. Ach, guck mal an. Oh Gott. Oh, hi. Linda, ne? Not bad. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Ja, vielleicht merkst du, dass da so eine Ecke nicht ganz da ist oder so, dass Bilder normalerweise nicht in L-Form vorhanden sind oder ich weiß auch nicht, was das soll. Alter, was ist los mit dir? Was ist eigentlich los mit dir? Also ich meine, ich kann es ja verstehen. Ne? Ich kann ja
Deine Verwirrung voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, ich kriege ja auch langsam einen Schaden bei dem Spiel, aber ich finde es richtig nice. Und vor allem nice finde ich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn es hier ein bisschen Sucherei war für mich. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie zusammenschneide. Lasst mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Runde wieder dabei. Wir müssen das Foto zusammensetzen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem, was jetzt, was es mit dieser komischen Puppe oder Baby vielleicht oder was auch immer auf sich hat. Was auch immer dieses Foto zeigt. Ich bin mega gespannt, was am Ende steht. Und dann geht's Richtung Nacht 30. Und ich glaube, das wird ein kleiner Überlebenskampf. Und zum Abschluss noch einmal. Miep, miep. Ciao.